Ich finde das wirklich irre. Und ich habe selber sowas noch nie erlebt. Und auch die meisten Leute, auch wirklich alteingesessene Professoren, mit denen ich geredet habe, haben das auch noch nie erlebt, dass wirklich weltweit so ein großer Fokus auf ein Forschungsthema ist und dass so viele Leute ein Thema beforschen. Hi, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der FAU4U Videoclip-Serie. Heute sind wir auch nochmal im Nikolaus-Fiebiger-Zentrum und im Department Biologie unterwegs. Wie ihr vielleicht schon ahnen konntet, ist heute auch Corona-Gesprächsstoff. Aber es geht heute nicht nur um Corona, sondern hauptsächlich um Autoimmunität. Und was Corona damit zu tun hat, das sehen wir jetzt. Rudolfo Karl ist 24 Jahre alt und hat seine Bachelorarbeit in der Mikrobiologie geschrieben. Er ist jetzt Student des neuen Studiengangs Integrated Immunology Master und forscht an SARS-CoV-2. Was ich mir genau anschaue, ist also die Antikörperantwort, also diese Verteidigungskörper, die ja von unseren Immunzellen gebildet werden gegen den Coronavirus. Um mehr über Antikörper herauszufinden, macht Rudi Patientenstudien und seit neuestem auch Impfstudien. Dabei schaut er sich Blutproben von Corona-Kranken an und untersucht die Zellpopulationen und wie deren Antikörper auf den Virus reagieren. Und zum anderen sieht er sich die Immunzellpopulation im Blut von gegen Covid-19 Geimpften an. Zum Schluss werden die Unterschiede in der Immunantwort von Corona-Infizierten und von Geimpften verglichen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ein sehr großes Ziel der Forschung ist, abgesehen davon, ein Vakzin zu entwickeln oder das jetzt momentan eher groß zu produzieren, ist auch wirklich ein funktionierendes Medikament gegen den Coronavirus zu finden. Und da zusammen wurden jetzt dann schon erste Antikörper isoliert und die werden gerade getestet, ob sie auch wirklich sicher sind und können dann, wenn es weiter so gut läuft, irgendwann als Medikament für den Menschen wirklich hier in Erlangen und überall Menschen helfen. Ein Impfstoff wird quasi präventiv verwendet. Das heißt, dass die Immunantwort und der Körper darauf trainiert werden, den Virus direkt zu erkennen und zu eliminieren. Bei einem Medikament geht es eher um eine Behandlung der Erkrankung, auch wenn man vorher nicht geimpft war. Dieser Druck, der natürlich durch die öffentliche Erwartung erzeugt wird und der natürlich dadurch erzeugt wird, dass wir alle endlich wollen, dass es vorangeht, dass wir wieder zu unserem normalen Leben zurückkommen können, das ist eigentlich eher keine Belastung, sondern so ein Ansporn, dass man jeden Tag wirklich hochgespannt ins Labor geht und jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder neue Ergebnisse habe, dann bin ich auch gleich richtig gespannt, die Daten auszuwerten und das zu diskutieren. Laut Rudi kommen jeden Tag neue Paper raus und so langsam versteht man immer mehr, warum Covid-19 eigentlich so gefährlich ist. Da haben wir noch mal genauer nachgefragt. Da spalten sich natürlich die Gemüter. Also wenn man starkes Covid-19 hat, dann schafft der Körper, den Coronavirus in der Lunge zu eliminieren. Aber das Problem ist, normalerweise, wenn der Virus, das Pathogen, die Krankheit jetzt eliminiert wurde, dann hört die Immunantwort auf. Aber bei Covid-19 ist es, dass die Immunantwort noch ein Stück weit weiterläuft und das dann zu den ganzen Komplikationen führt. Und jetzt sind die ersten Evidenzien schon gefunden worden und die ersten Forschergruppen haben jetzt erste Sachen veröffentlicht, dass es so aussieht, als könnte da auch Autoimmunität eine gewisse Rolle spielen, dass es so aussieht, als würde vielleicht, und das ist jetzt erstmal noch so ins Blaue gesagt, als würde Coronavirus vielleicht auch ein Stück weit Autoimmunität auslösen. Was ist denn eine Autoimmunität? Autoimmunität ist einfach, dass das Immunsystem des Körpers sich gegen den eigenen Körper richtet. Weil das Immunsystem umfasst ja eigentlich alle Zellen und alle Moleküle und Proteine in unserem Körper, die unsere Abwehr gegen die gesamten Viren und Bakterien und Krankheitserreger unserer Umwelt sind. Und das ist unsere Verteidigungslinie, unsere quasi Armee, unsere Soldaten gegen diese ganzen Angreifer und Pathogene und Viren. Und Autoimmunität bedeutet einfach, dass sich diese Zellen, dieses gesamte System anfängt, gegen den eigenen Körper zu richten und anfängt, wirklich körpereigene Zellen anzugreifen. Und das führt dann natürlich zu chronischer Entzündung und vielen Nebeneffekten, wie zum Beispiel den sogenannten Autoimmunkrankheiten. Und genau mit so einer Autoimmunkrankheit beschäftigt sich auch die Nina. Genauer gesagt forscht Nina am systemischen Lupus erythematodes. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die im Deutschen auch Schmetterlingskrankheit genannt wird, weil man bei dieser Krankheit manchmal einen schmetterlingsförmigen Hautausschlag im Gesicht bekommt. Es gibt verschiedene Arten des Lupus, also verschiedene Orte, wo die Krankheit sich ausbreitet. Neben dem systemischen Lupus gibt es den kutan- und medikamentinduzierten Lupus. Kutan bedeutet einfach, dass das
Organ hautbefallen ist und medikamentinduziert bedeutet, dass es durch ein Medikament ausgelöst wurde. Die 24-jährige Doktorandin der Biologie, Nina Kleusner, hat ihren Bachelor in Frankfurt begonnen. Nach 2 Semestern ist sie jedoch zurück in die Heimat nach Erlangen und hat ihren Bachelor und Master in der Biologie gemacht. Nun promoviert sie ebenfalls in der AG von Professor Winkler. Autoimmunerkrankungen sind nicht immer heilbar und das ist bei Lupus auch immer noch der Fall. Man kann die Krankheit herauszögern, unterdrücken, aber es gibt keine Heilung dafür. Wenn wir besser verstehen, wie diese Krankheit zustande kommt, was man immer noch nicht hundertprozentig weiß, kann man auch besser verstehen, wie man gegen sie arbeiten muss. Hier spielen T- und B-Zellen eine Rolle, von denen Lisa Fock auch schon im letzten Video was erzählt hatte. Das Problem ist, dass in diesem System auch autoreaktive B-Zellen oder T-Zellen entstehen können und die greifen den eigenen Körper an. Und beim Lupus sind es B-Zellen, die Antikörper gegen doppelsträngige DNA produzieren, was dann doppelsträngige DNA bindet. Und das kommt dann zu ganzen Entzündungsreaktionen, weil DNA ja überall im Körper vorhanden ist. Bisherige Medikamente haben leider den negativen Effekt, das Immunsystem komplett zu unterdrücken. Und damit ist unser Körper natürlich generell anfälliger für Krankheiten. Ganz berühmte Beispiele zum Beispiel sind Ziel, der Ex-Ehemann von Heidi Klum. Der hat diese Narben im Gesicht, weil er Hautlupus hat. Das heißt, dort wurden seine Zellen angegriffen. Das Ganze hat sich chronisch entzündet und dadurch kommen die Vernarbungen. Anderes Beispiel wäre Selena Gomez. Die hat die Niere ihrer Freundin gebraucht. Die hat systemischen Lupus. Das hat ihr ganzes Organsystem angegriffen. Und dadurch, was auch eine sehr häufige Komplikation bei Lupus ist, ist Lupusnephritis, also wenn die Nieren dann befallen werden und chronische Entzündungen dazu führen, dass die kaputt gehen. Jedoch kann auch eine Transplantation problematisch sein und eine Autoimmunreaktion auslösen. Darüber wusste aber unsere dritte Biologin, Katharina Habe, nicht mehr. Wir laufen jetzt zu Katharina ins Büro und dann schauen wir uns ihr Projekt an. Hallo Katharina, hast du gerade Zeit für uns? Ja klar, kommt rein. Hier forsche ich an der chronischen Graft-versus-Host-Erkrankung, also auf Deutsch Transplantat gegen Wirt-Reaktion. Das ist eine Erkrankung, die nach Stammzelltransplantation auftreten kann. Das kennt man vielleicht von Organtransplantationen, dass man da sagt, dass diese Patienten das transplantierte Organ mit ihrem Immunsystem abstoßen. Und bei der Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion ist es nun so, dass die transplantierten Stammzellen, die dieses Immunsystem ja quasi neu enthalten, gegen den Wirt reagieren. Und wieder mal sind T- und B-Zellen beteiligt, denn sie lösen die unerwünschten Immunreaktionen aus. Das kann bei manchen Leuten sogar richtig böse enden. Von Darm- und Hautentzündungen kann es sogar bis zum Tod führen. Also in der Klinik ist es tatsächlich so, dass eine Diagnose für die Graft-versus-Host-Erkrankung tatsächlich nur getroffen werden kann, wenn wirklich mehrere Organe schon befallen sind. Und mit der Entdeckung von Biomarkern könnte man natürlich zum einen die Diagnostik vereinfachen, indem man wirklich einen bestimmten Parameter hat, den man misst, nachweist und damit auch die Krankheit nachweisen kann. Und im besten Falle ist es natürlich tatsächlich auch noch so, dass man die Krankheit schon vor dieser klinischen Manifestation vorhersagen kann. Es kommt tatsächlich auch sehr, sehr häufig vor. Laut Katharina kann es in bis zu 50% der Fälle aller Stammzelltransplantationen zu einer chronischen Erkrankung kommen. Bereits bevor ich hier angefangen habe, lief hier eine klinische Studie in Zusammenarbeit mit der Uniklinik, wo wir Patienten regelmäßig nach der Stammzelltransplantation beobachtet haben über ihre Blutproben. Dabei haben wir dann uns die Immunzellen angeschaut, insbesondere die B-Zellen, und können mittlerweile sagen, da wir jetzt fast am Ende sind mit der Studie, dass es bestimmte Zellpopulationen gibt, die auf jeden Fall mit der Krankheit assoziiert sind und möglicherweise sogar bevor die erste Diagnose gestellt werden kann, auftreten. Jetzt begleiten wir Katharina noch ins Genlabor, wo sie uns einen Einblick in ihre Arbeit mit Zellen gibt. Das hier ist unsere Faxmaschine.
Das ist ein Gerät, das Zellen sortieren kann über Oberflächeneigenschaften und die Größe, aber auch über verschiedene Fluorochrome, mit denen man die Zellen gefärbt hat. In der Maschine sind Laser, die die Zellen anregen und dann eben in bestimmte Eigenschaften einteilen. Das wird dann am Monitor auch eingefärbt dargestellt. Das war es auch schon fast wieder mit unserer heutigen Folge und das nächste Mal werden wir in ein komplett anderes Department gehen. Wir fanden es ja auch super beeindruckend, was so in den Laboren und an den Schreibtischen so passiert. Aber da wir es selber nicht besser ausdrücken können als die Wissenschaftlerin selber, haben Sie jetzt das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal. Also ich liebe Forschung genau deswegen, vor allem an Krankheiten und in der Immunologie, weil es wirklich Auswirkungen hat. Ich liebe es, den Gedanken sozusagen, dass man was Gutes macht mit seiner Forschung. Jeder Wissenschaftler, denke ich, hofft, dass er einen großen Beitrag zur Wissenschaft leisten kann. Und gerade da es wirklich um Patienten geht, kann es auch sein, dass wirklich eine kleine Entdeckung, wenn dadurch eben ein Patient eine frühere Diagnose und damit auch frühere Therapie erhalten kann, wenn es nur einem Patienten hilft, dann ist es tatsächlich ja schon ein Erfolg. Ich liebe meine Arbeitsgruppe auch über alles. Das sind so, also so nett, also wie eine Familie eigentlich. Und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ich war dann absolut begeistert, als mein Chef mir vorgeschlagen hatte, dass ich hier auch Doktorarbeit machen kann.